Hallo zum zweiten Teil von Christy Dombrowskis Aussage. Der erste Teil endete mit der Befragung von Christy zu den Umständen von Johnnys Hochzeit und danach ging das Gericht in eine Pause. Wir steigen nun direkt nach der Pause wieder ein, als der Anwalt Christy befragt, wann sie Amber das nächste Mal wieder sah. Ich glaube, sie sagten vor der Pause, sie sahen Amber das nächste Mal, als sie aus Australien zurückgekehrt war. Ja. Was, wenn überhaupt, haben Sie mit Miss Hurd besprochen, als sie aus Australien zurückkam? Wir trafen uns für ein spätes Dinner und sie erzählte mir, dass sie und Johnny in Australien einen Streit hatten. Ich versuchte ihr zu sagen, dass diese Art zu streiten nicht normal ist, dass es einfach zu viel sei. Im Grunde genommen sagte sie mir, ich sollte aufhören, danach zu fragen und mich um meine eigenen Sachen kümmern. Sie sagte, Johnny mag, dass ich temperamentvoll bin. Er liebt es. Und dass Jerry Judge und ich sich aus ihrer Ehe raushalten sollten. Das war im Grunde genommen unsere Unterhaltung. Wie nah waren Sie bei Miss Hurd, als Sie diese Unterhaltung hatten? Wir waren direkt nebeneinander gesessen. Haben Sie irgendwelche Verletzungen oder Rötungen in Ihrem Gesicht gesehen? Nein. Der Anwalt bringt nun die Befragung zu den Monaten April und Mai 2016 und fragt sie nach dem Gesundheitszustand ihrer Mutter. Christy beschreibt, dass die Mutter zu dem Zeitpunkt schon einige Zeit im Krankenhaus war und im Sterben lag. Christy erzählt, dass sie im April und Mai jeden Tag bei ihr war und sich die Familie im Mai von der Mutter verabschiedet hätte. Johnny besuchte sie in dieser Zeit so oft, wie es ihm möglich war. Er versuchte ihr dabei zu helfen, zu kommunizieren, indem er ihr Mahlsachen und verschiedene Schreibutensilien mitbrachte, die es ihr erleichtern sollten, ihre Gedanken zu äußern. Er brachte ihr Mahlsachen mit, verschiedene Stifte, Kugelschreiber, Bleistifte, Buntstifte. Er wollte ihr dabei helfen, zu kommunizieren. Er kam so oft es ging. Und in dieser Zeit war er ziemlich oft da. Als Sie sagten, Sie haben die Familie zusammengerufen, würden Sie uns bitte erklären, was Sie damit meinten? Die Ärzte sagten uns, dass es nichts mehr geben würde, was wir für unsere Mutter noch hätten tun können. Wir sollten jeden anrufen, der noch ein bisschen Zeit mit ihr verbringen möchte und sich von ihr verabschieden wollte. Und das war das, was wir dann im Mai gemacht haben. Lassen Sie uns zum 19. Mai 2016 gehen. Wie war der Zustand Ihrer Mutter an diesem Tag? Im Grunde genommen war sie im Koma. Sie war sediert. Sie war an Maschinen angeschlossen und sie verließ uns langsam. Woher wussten Sie das? Ich war bei ihr. War Ihr Bruder an diesem Tag auch da? Ja. Was passierte am nächsten Tag, am 20. Mai? Meine Mutter verstarb an diesem Morgen. Wir waren alle da. Johnny war mit seinen Kindern da, bis in die frühen Morgenstunden. Meine Kinder, meine Schwester, wir waren alle da, um die letzten Momente mit ihr zu verbringen. Nachdem alle gegangen waren, verstarb meine Mutter 5 oder 6 Stunden später. Wer war bei ihrer Mutter, als sie starb? Ich war da. Wer hat Johnny gesagt, dass ihre Mutter verstarb?
Lassen Sie sich Zeit. Das war ich. Ich habe Johnny angerufen und meine anderen Geschwister. Es tut mir leid, ich weiß, das ist schmerzhaft. Aber wie hat Johnny reagiert, als Sie es ihm sagten? Er war traurig, aber er war auch erleichtert, dass ihr Leiden ein Ende hatte. Er sorgte sich hauptsächlich um mich, ob ich okay bin, und er wollte nicht, dass ich da bleibe und alles regle. Also er fragte sie, wie es ihnen geht. Ja, darum ging es hauptsächlich. Haben Sie ihn am darauffolgenden Tag, am Samstag, den 21. Mai gesehen? Ja, das habe ich. Ich bin an dem Abend, als wir unsere Mutter verloren, zu ihm nach Hause gefahren. Wir haben uns versammelt mit unseren Kindern. Und am Samstag, den 21. Mai? Ja, da bin ich auch zu ihm gefahren, weil wir darüber gesprochen hatten, ob er vielleicht mit zum Bestattungsinstitut kommt. Aber als ich dort ankam, schien er verärgert zu sein, weil er sich mit Amber gestritten hatte. Christy berichtete, sie sei verärgert gewesen, dass Amber ausgerechnet an diesem Tag mit Johnny stritt. Sie äußerte ihre Enttäuschung, dass Amber offensichtlich sehr wenig Mitgefühl zeigte. Christy fuhr an diesem Tag allein zum Bestattungsinstitut, während Johnny zurückblieb, um seine Sachen zu packen, da er 2 Tage später für eine Filmpremiere nach New York fliegen musste. Nach der Filmpremiere wurde Johnny in Europa erwartet, für den Tourneestart seiner Band. Christy sagt weiter aus, die Familie entschied sich dafür, keine Pressemitteilung herauszugeben, dass die Mutter verstorben war. Zum einen, um den Tod der Mutter nicht auf dem roten Teppich in New York zu thematisieren, und zum anderen hatten sie sich dafür entschieden, eine kleine Trauerfeier im engsten Kreis der Familie zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten. Als Hintergrundinformation möchte ich euch mitgeben, der 21. Mai, der Tag, nachdem Johnnys Mutter starb, ist der Tag, an dem Johnny sich entschied, sich von Amber zu trennen. Johnny wird wenige Tage später aussagen, dass er Amber angerufen hatte, um ihr zu sagen, dass seine Mutter verstorben sei und dass er etwas in seinem Leben ändern wollte. Während Christy alleine zum Bestattungsinstitut fährt, fährt Johnny mit einem seiner Bodyguards ins Eastern Columbia Building, um mit Amber zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Johnny Amber eine ganze Weile nicht gesehen. Seit der Geburtstagsparty am 21. April waren 4 Wochen vergangen. Als er an diesem Tag im Penthouse eintrifft, ahnt er nicht, welche Lawine 2 Tage später auf ihn zurollen wird. Christy erfährt am Montag, den 23. Mai, von den Anwälten, dass Amber die Scheidung eingereicht hat. Wenige Tage später erhält Christy einen weiteren Anruf von den Anwälten, dass Amber beabsichtigt, eine einstweilige Verfügung gegen Johnny zu erwirken. Da Johnny zu diesem Zeitpunkt in Europa auf Tournee ist, macht Christy sich Sorgen, dass Johnny bei diesem Termin nicht anwesend sein kann. Sie wird von den Anwälten beruhigt, dass diese eine Formsache ist, bei der nur Anwälte anwesend sind. Was an diesem Tag wirklich passiert ist, entnimmt Christy später der Presse. Das anschließende Kreuzverhör zieht sich bis zum 2. Verhandlungstag. Ambers Anwalt versucht vornehmlich, Christy als voreingenommen darzustellen und sie zu diskreditieren. Welchen Eindruck hat Christy auf euch gemacht? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn ihr mehr zum Prozess erfahren möchtet, dann bleibt dran. Das nächste Video folgt in Kürze. Danke fürs Zuschauen und bis bald!